wie komme ich von HR zur digitalen Transformation oder digitalen Projekten? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es keinen Unterschied macht, in welcher Abteilung man letztlich arbeitet, sondern dass es wichtig ist, dass man für sich und für das Unternehmen, dass man steht und dass man arbeitet, Werte repräsentiert und auf die aufbaut. Und wenn man sich die als Basis zurechtlegt bzw. weiß, auf was man bauen kann, und das gehört für mich gehört dazu, dass ich weiß, was mein Kunde möchte, egal ob der interne Kunde bei HR oder der externe Kunde einer digitalen Plattform, dass ich einfach diese Kundenwerte für mich in meine Arbeit einbringe. Und dann ist es nahezu egal, in welcher Abteilung ich diese Werte verkörper und repräsentiere. Was würde ich Kollegen raten, die sich beruflich weiterentwickeln wollen? Ich glaube, persönlich ist es als allererstes extrem wichtig, dass man sich selber traut zu springen. Man darf nicht vom Arbeitgeber oder von irgendjemandem erwarten, dass er einem die Hand hält oder dass er das Wasser vorher anwärmt oder dass er vielleicht den Sprung abfedert. Ich glaube, wichtig ist, das kalte Wasser ist kalt und man muss selber schwimmen lernen, weil nur dann kann man auch den Erfolg genießen. Und den Mut, selber zu springen, den muss man selber finden und man muss sich selber sozusagen überwinden, das kalte Wasser auch anzunehmen. Wenn man einen Arbeitgeber gefunden hat, der einem die Möglichkeiten bietet, über sich hinauszuwachsen und tatsächlich zu springen und der einem vielleicht noch Schwimmflügel anzieht für das kalte Wasser, also sprich einem einfach hilft, und verschiedene Möglichkeiten zur Weiterbildung zum Beispiel zur Verfügung stellt, dann hilft es ungemein. Aber wenn man dann erstmal schwimmen gelernt hat und den Kopf über Wasser halten kann, dann ist der Stolz dafür umso größer, dass man es geschafft hat. Und ich bin da sehr dankbar, dass das hier bei Zeiss auch möglich ist.